Jugglypuff! Jugglypuff! NT! Who's that Pokemon? It's no way for you! Wollen wir mal Hika first timen? Komm, lass uns mal Hika, also das ist ja nicht first time. Aber wenn Hika wirklich so unglaublich brainless ist, dann lass den ruhig mal spielen. Vielleicht kriege ich den auch hin. Sollen wir diesen Full Burst Hika spielen? Der ist aber hier schon gar nicht so geil, ne? Ja, komm, wir testen das einfach. Wie schwer kann Hekarim sein, ne? Hoffentlich ist da kein so Ken, der die ganze Zeit meine Camps schießt. Ja, meine Damen und Herren. Und los geht's. Los geht's. Wo werdet ihr Jungle Camp anfangen? Das ist die wichtigste Frage. So, wir spielen gegen Sakre, Pussypu. Scheiße, welche Lanes wollen wir ganken? Wahrscheinlich Top, oder? Ich glaube, das ist ein Top-Lane-Ganker-Enkel. Ich habe ein bisschen Angst, dass der die Raptoren klaut, der Kane Level 1. Okay, der Wort sagt mir genau gar nichts. Der hat nicht die Raptoren gecheckt und der kann da schon längst drin sein, einfach. Kill hätte ich gern gehabt, ne? Den Kill hätte ich auch gern gehabt, ne? Der ist jetzt gerade da. Ja, aber zurück. Schade, ne? Der hat leider die erste gute Aktion gekriegt. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir das nicht waren. Ich glaube, man baut in dem Fall Trine zuerst, ne? Dann flitzt er wieder los. Und leider sehr, sehr awkward, weil jetzt der Jungler von denen halt super stark ist, ne? War das? Hä? Hallo? Ich glaube, wir spielen super Damage, Heka. Ich weiß nicht, ob das hier gut ist, aber ich würde das gerne spielen, zumindest. Der hat einfach alles bekommen. Einfach jedes bisschen von dem Game gekriegt, wie beschießen war der jetzt. Hat der alle Kleinen auch bekommen? Ja, ne? Der hat auch alle Kleinen gekriegt, glaube ich. Aber wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, dann kann ich jetzt Raptoren farmen gehen. Und nach Raptoren kann ich Crux machen. Und dann kann ich nach den Crux resetten. Und dann ist meine Botlane auch tot. Ja, so wie es aussieht, macht leider der gegnerische Jungle ein bisschen Solo, ne? Jetzt schon 2 Kills, ich habe nur einen Assist. Also ich dachte jetzt, ich mache die Crux, dann resette ich, dann mache ich die Raptoren und vielleicht den Blue. Und dann habe ich, also dann kann ich was machen, ja. Ja, und jetzt nach den Camps hier haben wir Level 6 und dann sollten wir für was gucken. Schade, ich habe einen Auto gecancelt, sonst wäre er tot gewesen. Leider einen Auto gecancelt, da. Spannend, Ja, ich habe da leider ein Auto gecancelt, das war mein Bad, Und unsere größte Win-Condition ist natürlich die Bordseite. Ich werde dann gleich einmal kurz basen, aber wir können auch erst alle Camps kurz einmal farmen. Der Kane wird jetzt, glaube ich, transformen, ne? Zur Red Kane schon. Nimmt man W oder E Second Max, Leute? Weil der sagt W Second. Das ist der Red Kane. Ja, wir gehen Max Damage Build, gehen wir hier. Also war jetzt meine Idee. Ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, aber ich würde es gerne machen. Aber es dauert halt noch ein bisschen, bis ich meine Hydro habe. Und ich sollte wahrscheinlich ein bisschen mehr farmen. Was passiert nun mit NO? Das kann ich auch noch nicht sagen. Also es ist noch nicht alles fertig bisher. Wir haben einen Plan, wir haben eine Idee. Und jetzt geht es gerade darum, diese auszuführen. Das ist alles, was ich euch sagen kann. Ich weiß, dass ihr gerne mehr wissen würdet, aber wisst ihr, wenn ich jetzt irgendwas sage und dann ändern sich die Pläne nochmal und die Leute haben sich gefreut auf was, dann wäre das halt sehr kacke. Ja? Und bevor ich eure Hoffnungen nach oben schraube und dann können wir nicht delivern, finde ich, ist es besser, wenn ich jetzt noch den Schnabel halte und dann erst was sage, wenn es soweit ist, okay? Normale Jungler, 20 Kills, ich, 3 Assists, 0 Kill Participation, also, naja, gut, 3 halt. Ja, wenigstens haben wir den Objective Angle, ne? Den ist da, okay. Warum hat Kane gerade Syndra gekillt? Welche Boots bei euch hier? Tabis? Oder wollen wir erstmal die Mana-Mone ausbauen? Aber ich glaube, Tabis sollten wir schon holen, oder? Ich weiß nicht, ob man vielleicht lieber CDR-Boots holt oder so, aber wird schon passen. Also, wir sind stark auf allen Positionen außer Top. Allerdings ist der gegnerische Jungler 6-1. Und das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut hier. Ja, so richtig am Smurfen, der Bull. Ja, immerhin 2 Drakes. Das muss auch was wert sein, 2 Drakes. Und wir haben unseren Midlaner haben wir schon sehr weit ahead gebracht, ne? Mit all den Ganks auf die Syndra. Immer Flash gezogen. Auch einmal gekillt oder zweimal. Xayah hat sauber geholt. Ja, das war insane, wie schnell die da reagiert hat. Manche Leute haben schon schnelle Buttons. Aber die Strategie als Jungle Main muss sein, dass du halt rausfindest, wer der Inter ist und der Autofill-Spieler und den halt immer und immer und immer und immer wieder gangst, so wie der das macht. Das ist schon sehr schlau, ne? Da
Das ist sehr, sehr schade, dass er den sich rejoinkt hat. Das hätten wir davor wahrscheinlich die ganze Zeit machen können, ne? Jungle gepickt! Jungle gepickt! NT! Das ist so Bullshit, Mann! Oh, das war so gut gespielt mechanisch, ne? Aber hat leider nicht gereicht. Oh, das war so gut mechanisch. Alles gegeben, um zu überleben. Leider nicht überlebt. Ich hätte natürlich meinen Blue Clown, dieser. Ich hätte einfach rausrennen sollen, ne? Diese Rolle. Das ist so lustig. Dieser der Mensch, diese Möglichkeit, ne? Das macht einfach Spaß, ne? Das macht einfach so Spaß. Der wird den einfach direkt machen, oder? Und unser stärkster Mann ist halt oben. Unser einziger starker Mann. Ich glaube, wir müssen den geben, ne? Ist leider gone. Genau, was ich befürchtet habe. Dann gleich unsere Mana-Mono. Und dann ist halt die Frage, was wir als nächstes bauen, ehrlicherweise. Ich glaube, ich müsste mehr reingaloppieren, ne? Die ganze Zeit. Das ist unser, den haben wir richtig, richtig big gemacht, den Silas. Der muss jetzt, der kann jetzt, der wird liften hier. Yes, finish. Galoppel, Boys. Was würdet ihr jetzt als nächstes bauen? Duskblade, oder? So, hier reinchecken. So, hier wieder nach oben. Können wir zum roten Verstärkungszauber gehen. Ich glaube, wenn wir Duskblade haben und ab und zu mal so unsichtbar gehen können, wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht. Wir werden halt sehr, sehr squishy sein. Vielleicht kann ich dann Death Dance oder so bauen. Wir werden, also ich habe halt unendlich viel Schaden so mit dem Bild. Oh, executed am Ende. So close. So disgusting. Noch nicht end. Yes. Nein, no, nein. No. It's not end. Und er hätte vielleicht noch Bot nehmen können. Die Xay hat bestimmt Spaß. Ja, so fühle ich mich immer, wenn ich mitspiele. Ist genau wie der. Ist halt so, der Jungler kommt, du wirst überfahren, du kannst nichts machen. Das ist, ich weiß nicht, diese Rolle ist so geil. Vor allem, du hast so viele Champions wie Hecarim. Also, jetzt nimm mir das nicht übel, aber ich bin ja nun wirklich kein guter Hecarim. Das kann halt jeder, ne? Das ist halt wirklich, das ist, also... Ich meine, ich werde das Game vielleicht nicht gewinnen, versteht mich nicht falsch, ne? Aber es ist halt so lächerlich, dass du einfach, du kannst einfach spielen, du bist so stark. Also, du musst keine Arme haben, du bist so stark. Das ist so crazy. Du musst einfach nur effizient jungeln und das ist alles, was du machen musst. Mir kann doch keiner sagen, dass das balanced ist, oder? Das kann doch keiner ernsthaft sagen. Da kann sich doch keiner hinstellen. Nein, aber Jungle ist eine filigrane Rolle, auf die ihr strategisch und makrotechnisch die Map beeinflussen. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das balanced ist. Und noch angaloppelt den Nexus am Ende. Jetzt kann mir doch keiner sagen, dass das balanced ist. Oh Mann, ey, ist das crazy. Sehr schönes Game auch von Silas. Der hat die Tools, die wir ihm gegeben haben, echt verdammt gut genutzt und gesnowballt. Also sehr, sehr nice von ihm. Und ab fürs nächste hier, meine Damen und Herren. Banger Game direkt, ne? In dem Game hatte einer von 10 Spielern Spaß, aber der hatte dafür eine Menge Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte gerade den Spaß meines Lebens. Das ist dieser letzte Double. Ich dachte, ich bin tot. Ich dachte, ich habe komplett geintet, ne? Dann drücke ich meine Q, die sind beide tot und ich bin full life. Okay. Das war ein E und ein Q. Jetzt steht da eine 1 davor. Ist das eine 1, 6, 4, 3 oder was? Was bedeutet diese 1, 6, 4, 3?
Ist das, was ich mich heile? Wo kommt die 1643 her? Ach, das ist vom W.